Zu Saint-Denis erwachte ich aus einem süßen Morgenschlafe und hörte zum ersten Mal den Ruf der Kuckuckführer. Paris! Paris! In 20 Minuten war ich in Paris und zog ein durch die Triumphpforte des Boulevard Saint-Denis. Wahrhaftig überraschte mich die Menge von geputzten Leuten, die sehr geschmackvoll gekleidet waren. Dann imponierte mir, dass sie alle Französisch sprachen, was bei uns ein Kennzeichen der vornehmen Welt. Hier ist also das ganze Volk so vornehm wie bei uns der Adel. So sehr er sich auch in den Strudel der Begebenheiten, der Tageswellen des aufregenden Lebens in Paris stürzt, so sehr ist er auch immer wieder mit seinen Gedanken bei seinen Deutschen, bei seiner Mutter. Nachtgedanken. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Die Jahre kommen und vergehen. Seit ich die Mutter nicht gesehen, 12 Jahre sind schon hingegangen. Es wächst mein Sehnen, mein Verlangen. Mein Sehnen, mein Verlangen wächst. Die alte Frau hat mich behext. Ich denke immer an die alte Frau, die Gott erhalte. Die alte Frau hat mich so lieb. Und in den Briefen, die sie schrieb, sehe ich, wie ihre Hand gezittert. Wie tief das Mutterherz erschüttert. Deutschland, ein Wintermärchen, gehört zu dem Schönsten, das je aus Heines Feder entstanden ist. Es enthält alles, was seinen neuen Stil auszeichnet. Klagelied und Frotzelei, Rempelei gegen Zeitgenossen, Alltägliches und zutiefst Besinnliches und Märchenhaftes. Im traurigen Monat November war's, die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen das Laub, da reist ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ich glaube sogar, die Augen begonnen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute. Im Teutoburger Wald zu nächtlicher Stund ging es greulich zu. Die Wölfe heulten wild und ihre feurigen Augen illuminierten den Wald. Als das Rad der Kutsche brach und Heine eine unheimliche Nacht in der Kutsche verbringen musste. Aber die Wölfe empfindet er als vertraute Wegbegleiter. Sie hörten von meiner Ankunft gewiss, die Bestien. Und mir zur Ehre illuminieren sie den Wald und singen ihre Chöre. Das ist ein Ständchen. Ich merk es jetzt. Ich soll gefeiert werden. Ich warf mich gleich in Positur und sprach mit gerührten Gebärden. Mitwölfe, ich bin glücklich, heut in eurer Mitte zu weilen, wo so viel edle Gemüter mir mit Liebe entgegenheulen. Was ich in diesem Augenblick empfinde, ist unermesslich. Ach, diese schöne Stunde bleibt mir ewig unvergesslich. Mitwölfe, ihr zweifeltet nie an mir. Ihr ließet euch nicht fangen von Schelmen, die euch gesagt, ich sei zu den Hunden übergegangen. Ich sei abtrünnig und werde bald Hofrat in der Lämmerhürde. Dergleichen zu widersprechen war ganz unter meine Würde. Er zeigte von seinem Bett aus immer auf ein
das auf einem Schrank gegenüber dem Bett gestanden hat. Sehen Sie dahin! Dort liegen meine Memoiren. Darin sammle ich seit Jahren fratzenhafte Porträts und abschreckende Silhouetten. Viele wissen von dem Kästchen und zittern, dass ich es öffne, und verhalten sich inzwischen in banger Erwartung still oder lassen wenigstens nur verstohlen durch nächtige Subjekte und literarische Handlanger den Krieg gegen mich führen. In diesem Kästchen liegt ein hoher, keineswegs der letzte meiner Triumphe. Und er schreibt für sie die schönsten und letzten Gedichte. Lotusblumen. Wahrhaftig, wir beide bilden ein kurioses Paar. Die Liebste ist schwach auf den Beinen, der Liebhaber lahm sogar. Sie ist ein leidendes Kätzchen und er ist krank wie ein Hund. Ich glaube, im Kopf sind beide nicht sonderlich gesund. Sie ist eine Lotusblume, bildet die Liebste sich ein. Doch er, der blasse Geselle, vermeint der Mond zu sein. Die Lotusblume erschließet ihr Kelchlein im Mondenlicht. Doch statt des befruchtenden Lebens empfängt sie nur